Angst, dass hier jetzt irgendwas zusammenbricht. Ich glaube... Schädel, Hebel. Hab's kapiert. Okay, dann mach du das mal allein. Was? Ich hätte das ganz gerne gehört. Schädel, Hebel. Wie Schädel, Hebel, das Ding? Hey! Okay. Kleine Bewegung? Ah, okay. Schädel. Stacheln. So, jetzt haben wir Schädel. Und nu? Da ist noch ein Schädel. Jetzt nochmal eine kleine Bewegung. Machen wir gleich. Oder? Okay, hier scheinen wir keinen Schatz zu haben gerade. Okay, dann wahrscheinlich jetzt hier rein, ne? So. Warte mal, wir bringen uns erstmal wieder in Position. Wir bringen uns erstmal wieder in Position. Wir bringen uns anscheinend doch nicht in Position. Okay, dann hier. Achso, okay. Geht gut aussehend und klug. Tja, das ist ja. So bin ich nun mal, also. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Was? Was? Eine Karte? Cursor bewegen. Zeig mal erst. Hier haben wir gar nichts. Ja, Cursor bewegen. Ah, jetzt. Ja gut. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Müssen wir die Dinger auskriegen? Oder sind das unsere Versuche? Was? Das war richtig? Okay, das war nur geraten gerade jetzt. Nee, das waren unsere Versuche. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Eine Taschenlampe, oder? Scheint nicht. Gibt's hier denn keine Hinweise? Wonach ich... Ja, ich hab keine Ahnung, ne? So.
Ja, wir drehen dich, ganz toll. Drehen wir dich mal noch weiter so. Ah, drehen wir dich mal weiter. Noch weiter. Noch weiter. Noch weiter. Noch mal so. Ich weiß halt echt nicht, wonach ich hier suchen muss. Also, wie ich das nutzen soll hier, mein schlaues Buch. Sagt mir ja auch nichts mehr. Kompass sagt auch nichts. Ja, dann mal nach oben. Nochmal nach oben. Und dann mal noch da. Vielleicht nochmal noch da. Ah! Tada! Es muss noch ein Fragment geben. Hurra! Diese Küstenlinie kommt mir bekannt vor. Südamerika? Sieht so aus. Vermutlich Guatemala. Aber was bedeuten die Spiralen? Keine Ahnung. Aber ich bin sicher, Dr. Hagen wird uns gern einen endlosen Vortrag darüber halten. Schnappen wir uns das Herz und dann nichts wie raus aus dieser. Südamerika klingt gerade ziemlich verlockend. Warte kurz, ich zeichne nur die Karte ab. Dann raus aus dieser Südamerika. Na, Hagen, du Zombie. Du führst doch irgendwas im Schilde. Dem geben Haben wir. Sie die andere Hälfte gefunden? Die geben wir dem Haben jetzt und wir. dann haut er Aber ab. wie es scheint, ist unsere Reise noch nicht zu Ende. Es gibt noch ein Fragment. Und sehen Sie mal. Spiralen, interessant. Das erinnert mich an die Geschichte der versunkenen. Später, Doc. Verschwinden wir erstmal von hier. Ich hab's ja gesagt. Nach euch, Milady. Gute Manieren bei einem Quartermain? Die Macht des Herzens kennt keine Grenzen. Guck mal, der guckt schon so. Hagen, was zum Teufel soll das? Wären Sie jetzt so freundlich, mir das Artefakt auszuhändigen, Herr Quartermain? Und denken Sie nicht mal daran, Ihre Waffe zu ziehen. Sonst muss ich Fräulein Goodwins Blut quer über diese alten Mauern verteilen. Hagen, Sie hinterhältiger Verlogener! Herr Quartermain, lassen Sie uns keine Zeit verschwenden. Werfen Sie mir einfach das Artefakt zu, ja? Zu freundlich. Goodwin, nein! Sie sollten lieber beten, dass Ihre Nazi-Kumpanen Sie vor mir finden, denn was ich Ihnen antun werde. Aber Sie werden mich nicht finden. Unser lieber Hauptsturmführer wusste, dass ich das Reich verraten habe. Doch dank Ihnen ist er jetzt tot. Sie haben eigentlich so ziemlich jeden getötet, der von meinem Verrat wusste. Ich wende mich natürlich gerne wieder an Ihre Behörde, sollte ich Hilfe benötigen. Aber erstmal brauche ich Urlaub. Wie ich höre, soll Guatemala zu dieser Jahreszeit wunderbar sein. Auf Wiedersehen, James. Hagen! Kannst du aufstehen? Der Pisser. Was? Großartig, genau was wir gebraucht haben. Mehr bewaffnete Vollpfosten. Was? Wo kommen die denn jetzt bitte her? Das ist ja jetzt echt ein bisschen komisch. Russen, glaube ich. Lass du deine Fallen, Borschfresser! Ich habe gerade eine ganze SS-Division alle gemacht! Glaubst du, da schrecken mich ein paar Kommis? Ihr seid Amerikaner? Und Archäologen! Und wo sind deine Schaufeln und Pinsel, Archäologin? Wenn sie hinter den Deutschen her sind, kommen sie zu spät, Genosse. Die sind schon weg. Spar dir die Lügen! Miss Archäologin, her mit dem Artefakt!
Pech gehabt, Genosse. Wenn du willst, schnapp dir den dürren Deutschen. Er hat es sich geschnappt und uns hier zurückgelassen. Na gut. Erzählt uns alles. Ergebt euch und es wird euch nicht passieren. Ihr habt mein Wort als Oberst der Roten Armee. In Ordnung. Nicht schießen. Was? Nach all dem sollen wir uns einfach ergeben? Hagen hat beide Fragmente des Herzens. Lassen wir uns von denen hier rausbringen. Du findest nachher bestimmt einen Weg, wie wir fliehen können. Heute überleben, morgen kämpfen. Na gut. Ich dachte, uns wird nichts passieren. Der Mensch muss sterben. Im schlimmsten Falle stirbt er etwas früher. Ich hatte das Artefakt verloren, das Mädchen und den Kampf. Jetzt hatte ich nichts mehr zu verlieren, außer meinem Leben. Aber so weit würde ich es nicht kommen lassen. Was ist das Artefakt? Was ist das Mädchen? Warum suchen die Faschisten danach? Warum? Sind Sie nach Südamerika unterwegs? Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Schwachsinn! Ich habe die Karte bei Ihnen gefunden. Und schön langsam gehen mir Geduld und Wörter aus, Miss Archäologin. Wir können auch anders. Die Nazis haben uns ebenfalls bedroht. Was ist nochmal der Unterschied zwischen euch? Sie ungebildeter Barbar! Barbar? Hände weg von hier! Lassen Sie uns eine kleine Tour durch mein unterirdisches Königreich machen. Und wenn du siehst, was wir hier unten erschaffen haben, frage ich dich nochmal, ob das hier das Werk von Barbaren ist. Und du, erzähl meinen Soldaten lieber alles, was du weißt, wann du leben willst. Frauen! Sind hier Mangelware. Aber du? Was soll ich mit dir? Выбейте из него все. Если сдохнет, туда ему и дорога. Oh Gott. Ja, tut deine Hand weh, wa? Pisser, Alter. Scheiße. Nochmal dasselbe Pisser, Alter. Das. Und den hier. Was willst du jetzt? Zweimal auf denselben Trick reinfallen, du Idiot. Der Waffen dabei? Nee, leider nicht. Ach. Ein Glück haben sie die versteckt, ne? Dann wollen wir mal. Da kommen wir noch nicht durch, aber gleich bestimmt. Generator, ich höre ja den Generator. Crack. Crack. Bestimmt gut versteckt hier, okay. Wieder einen schönen Tinnitus. Was hier? Hier ist zu. Welcher Schätzer? Schatz. Was ist der hier? Mein Schatz. Wollt überall nicht rein. Was? Der Schatz. Ja.
Ach, das war bestimmt der Schlüssel für die eiserne Tür hier, ne? Ja. Na, ihr kleinen Schlawiner da hinten. Nein! Was macht der denn? Was mache ich denn? Ah, wie blöde. Zeig dich. Boom! Ah, ich wollte nur gucken, wie man messert, und dann habe ich aus Versehen Schießen gedrückt. Post 7D, доложите! Боец, что там у вас происходит? War noch da? Nee, der ist auch nicht mehr da. Mann. Zeig mal. Schätzle! Guck mal da. Sieht doch noch Schatz aus, oder? Nee, da können wir aufwerten. Da drüben. Ich hab vergessen, er kann ja nicht schwimmen. Ach, Mann, ey.